Moin Moin! Sie haben den Ventura 600D gemietet. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie alles funktioniert. Wir fangen außen an. Nummer 1, Kraftstoff Diesel, immer in Verbindung mit dem Zündschlüssel. AdBlue, man kann hier nichts verwechseln. AdBlue ist blau gekennzeichnet. AdBlue wird im Display angezeigt, wenn es benötigt wird. Dann haben wir von außen hier die Toilette. Ganz einfach zu bedienen, wenn man den Fäkalientank entnehmen will, diese kleine Zunge anheben und dann kann man rausziehen. Anschließend Kappe abdrehen, hinten auf den grün-gelben Knopf drücken, entleeren, kein Problem. Falls die Kassette sich mal nicht entnehmen lassen sollte, dann wird der Schieber nicht ganz zu sein. Den Schieber zeige ich Ihnen gleich dann drin, wenn wir dort weitermachen. Hier unten befindet sich der Ablasshahn für das Grauwasser. So ist er geschlossen. Nach unten gedreht ist er auf. Dann geht es weiter mit der Einspeisung 220 Volt mit den entsprechenden Steckern. Die entsprechenden Kabel, die Adapterkabel, sind im Fahrzeug hinten in der Servicekiste. Hier haben wir die Servicekiste mit den entsprechenden Adapterkabeln, ECE-Stecker, Reifenreparaturset, Auffahrkeile, Warnweste, Warndreieck und Verbandkasten ist da drin. All das, was Sie für das Fahrzeug brauchen. Oh, noch etwas vergessen. Und zwar hier oben hängt die Kurbel für die Markise. Ganz wichtig. Markise, wenn man sie rausdreht, sollte die Schiebetür geschlossen sein, weil wie man sehen kann, hängt sich die Markise relativ stark ab und damit dann die Schiebetür nicht im Weg ist, macht es Sinn, wenn dann die Schiebetür geschlossen ist. Jetzt muss es einmal hier lang kommen. Ich zeige jetzt nämlich, wie man die Markisenbeine rausnimmt. Die sind hier arretiert. Einmal reindrücken, in die Hand nehmen. Jetzt kann ich das Markisenbein nach unten stellen. Hier ist jetzt einmal eine Sperre, dass das Bein nicht wieder einsackt. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Und dann kann ich die Markise ganz rausfahren. So, umgekehrte Reihenfolge geht das Markisenbein dann wieder rein und das war's schon. Markise wieder einkurbeln. Zack. Einhaken und das war's. Dann haben wir hier Befüllung Frischwassertank. Schlauch für Frischwasser liegt mit in der Servicekiste. Hinten ist der Schalter für die Trittstufe. Die wird automatisch wieder eingefahren, sobald der Motor gestartet ist. So, hier haben wir das Bedienerpanel für die Heizung. Das ist jetzt gerade im Schlafmodus und zeigt uns nur die Zeit. Einmal draufdrücken, dann wecken wir es quasi auf. Jetzt blinkt das Wohnmobil, das steht für die Raumtemperatur. Das wird bestätigt durch abermals drücken und jetzt kann ich hier die Temperatur einstellen.
sagen wir mal 20 Grad, zack, und drücken wieder drauf, dann ist das wieder bestätigt, die Heizung fängt an zu arbeiten. Ich sehe es hier oben an der Flamme. Wir machen es gleich mal wieder aus. Auch wieder bestätigen. Warmwasser, jetzt ein bisschen am Rädchen drehen. Jetzt blinkt hier dieses Thermostat-Symbol. Einmal draufdrücken, steht auf Off, Eco, Hot. Ich empfehle Hot. Hot ist immer ganz gut. Booster muss nicht unbedingt. Und dann würde man auch wieder draufdrücken und diesen Befehl bestätigen. Und jetzt habe ich oben das Symbol, das mir sagt, dass er diesen Befehl dann angenommen hat. So, stellen wir auch wieder aus. Dieses ist das Bedienerpanel für den gesamten Aufbau. Einmal einschalten hier oben. Hier kann ich jetzt die Wasserpumpe einschalten. Das hier ist die Beleuchtung für außen. Jetzt habe ich hier Funktionen, einmal die Abfrage Batteriezustand vom Aufbau. Dann habe ich hier die Abfrage Batterie Motorwagen. Und ich kann hier abfragen, wie viel Frischwasser da drin ist. Das ist es. Ganz einfache Geschichte. Oh, etwas länger drücken. Geht er wieder aus. Gasherd haben wir hier mit Piezozünder. Ganz einfach anmachen. Das Flammensymbol sollte oben stehen. Drücken. Dann hier mit dem Piezozünder. Und dann springt das, geht die Flamme an. Man hält das einen Augenblick gedrückt, vielleicht so 4-5 Sekunden. Und dann bleibt die Flamme stehen. Springt jetzt nicht an, weil wir das Gas jetzt unten nicht angedreht haben. Das zeige ich gleich, wo das gemacht wird. So, hier bin ich wieder. Das ist die Sache mit der Gasflasche. Hier steht die Gasflasche. Und das ist das Flaschenventil. Das muss natürlich auf sein, um den Kocher in Betrieb nehmen zu können. Während der Fahrt sollte das Ventil immer geschlossen sein. Also erst, wenn Sie ankommen, Gasflasche aufdrehen. Und dann kann es losgehen mit dem Kochen. Wir drehen es jetzt wieder ab. Einmal zu. So, dann haben wir den Kühlschrank. Wird von innen bedient. Hier hinten haben wir das Bedienelement, steht jetzt auf 0. Bei 0 geht die Innenbeleuchtung des Kühlschranks auch. Man würde ihn dann eben anschalten hinten, indem man den Drehschalter auf die gewünschte Kühlung stellt. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Mehr ist da nicht zu beachten. So, hier haben wir das stille Örtchen. Den Toilettensitz, den kann man jetzt drehen. Einfach oben anfassen, so wie man braucht. Wie es denn gerade so bequem ist. Für die Benutzung logischerweise Klappe auf. Hier den Schieber rausziehen. Jetzt kann ich in die Toilette letztendlich reingucken. Und ja, dann verrichtet man sein Geschäft. Die Spülung ist dann hier. Einmal draufdrücken, dann kommt das Spülwasser. Anschließend den Schieber wieder schließen. Übrigens, das ist genau das Element. Wenn der Schieber nicht ganz reingedrückt ist, lässt sich die Kassette nicht wirklich entnehmen. Dann geht sie ziemlich schwer und man muss Kraft aufwenden, da würde dann etwas kaputt gehen. Für die Toilette geben wir immer Toilettenchemie mit. Toilettenchemie, das ist ein Würfel, den gibt man rein, lässt ein Glas Wasser in etwa nachlaufen. Dann ist die Toilette für die Benutzung fertig. Wenn man dann die Kassette entleert hat, dann muss man diesen Vorgang wiederholen. So, der Ventura bietet ein Variobad. Das heißt, dass man das Bad vergrößern kann. Wenn Sie dann duschen wollen, so wäre ja ein bisschen wenig Platz da. Das läuft dann folgendermaßen. Hier einmal die Verriegelung lösen. Dann nimmt man den Einleger raus. Der wandert nach hinten.
Jetzt öffne ich die Tür. Hier oben ist ein Riegel. Da drücke ich einmal drauf und kann jetzt die Tür so nach außen drücken. Hier oben sind Magnetverschlüsse. Jetzt hält die Tür und ich kann den Duschvorhang vorziehen. Einmal an der Tür und einmal an der Innenseite der Badezimmerwand sind hier diese kleinen schwarzen Dinger. An dem Vorhang selbst sind die Gegenstücke, da kann man es arretieren, so dass der Duschvorhang nicht einfällt beim Duschen. Auch eine ganz einfache Handhabung, ganz easy Ding. Beim Rückbau des Variobads nimmt man einfach die Tür in der Hand, drückt sie so ein bisschen nach außen. So, und jetzt ist er hier oben schon eingerastet. Das war's. Den Einleger wieder rein. Ups. Und schon haben wir es alles wie vorher. Okay, dann haben wir jetzt noch die Fenster. Alle Fenster sind mit Fliegengase und Verdunklungssystemen versehen. Hier ist jetzt gerade die Fliegengase runter. Kann man jetzt hochfahren, kann die Verdunklung hochfahren. Ich kann es auch gemeinsam hoch und runter schieben, je nachdem, wie man es braucht. Fenster öffnen. Funktioniert, indem man die Riegel, wie ich gerade eben gemacht habe, löst. Und jetzt haben wir hier Raster drin. Scheibe bleibt stehen. Wenn man das Fenster wieder schließen will, müssen wir es einmal überstrecken und zurückkommen lassen. Jetzt kann ich es wieder schließen. An diesem Fenster ist hier unten nochmal ein kleiner schwarzer Kasten. Das ist ein Sicherheitsschalter für die Heizung. Der hat folgende Aufgabe. Wenn das Fenster auf ist, darf die Heizung nicht laufen, weil unter dem Fenster der Abgaskamin ist und da möchte man vermeiden, dass Abgase nach innen kommen. Dann würde an dem Heizungsdisplay hier auch ein Fehler auftauchen. Da einfach bitte mal dran denken, Heizung läuft nicht, habe ich das Fenster auf, dann eben bitte Fenster schließen und dann läuft es mit der Heizung auch. Ansonsten haben wir hier noch so ein paar Komfortgimmicks, wie zum Beispiel hier den Sitz. Den kann ich nämlich rausziehen, ich greife hier rein, da ist eine Verriegelung, die kann ich nach oben drücken, kann die Sitzbank dann erweitern, so sitzt man ein bisschen gemütlicher nebeneinander. Hier ist der Einleger und dann hat man mehr Platz. Auch schnell wieder zurückgebaut. Zack, einfach wieder reingedrückt, geschoben und das war's. Dann hat man hier die Möglichkeit, den Tisch noch in dieser Schiene hin und her zu rücken. Dafür ist es wichtig, dass man den Tisch anhebt und ein bisschen zur Außenwand drückt. Nicht ziehen. Wenn Sie ziehen, dann wird die Schiene nicht richtig freigegeben und es verklemmt sich alles. Also immer so einen leichten Druck nach vorne und jetzt kann ich in der Schiene die ganze Geschichte hin und her schieben, je nachdem, wie ich es brauche. Ja, und Fahrer- und Beifahrersitz kann man logischerweise drehen, damit man hier dann fast so was wie eine Rundsitzgruppe hat. Recht einfach, der Sitz, der sollte relativ weit vorne sein. Dann habe ich hier auf der Innenseite einen Hebel, den drücke ich nach hinten und kann jetzt den ganzen Sitz drehen. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, den natürlich auch wieder nach hinten zu schieben. Das machen wir für den Fahrersitz auch mal. Auch wieder hier den Hebel nach hinten. Ich kann es jetzt drehen und kann den wieder nach hinten fahren. So, jetzt ist es natürlich blöd beim Frühstücken. Ich müsste mich hier vorbeugen. Braucht man nicht, weil wir haben diese Tischverlängerung.
Die kann ich mir dann hindrehen, wie ich will. Und so sitzt man eigentlich ganz gemütlich. Wir haben hier eine Fliegentür. Das heißt, wenn es dann richtig schön muckelig warm sein sollte, dann kann man natürlich die Tür auflassen und zieht einfach die Fliegengase hier zu, ganz einfach von der Bedienung eben beiseite schieben oder eben vorholen, je nachdem, wie man es gerade braucht. Außerdem haben wir dann hier Verdunklungssysteme, die in die Türen bzw. Frontscheibe eingesetzt sind. Hier wird sie gelöst, man führt das Ganze nach vorne, schon habe ich einen Blickschutz. Das gleiche ist für die Frontscheibe da. Auf der linken und auf der rechten Seite kann ich jeweils das Plissé aus der Alitierung nehmen, schiebe es einfach dann zusammen, hier ist ein Magnetstreifen drin und dann bleiben die beiden Elemente einfach verbunden. Beim Einfahren immer darauf achten, dass das hörbar auch einrastet, nicht dass es während der Fahrt gegebenenfalls sich verselbstständigt. Dann hat das Fahrzeug Dachluken. Diese große Dachluke ist eine Kurbelhaube, die kann ich in jeder Stellung letztendlich stehen lassen. Die verfügt natürlich auch über ein Verdunklungssystem. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Fliegengase, um das Fahrzeug vernünftig belüften zu können. Im Schlafbereich ist dann nochmal eine kleinere, die vom Grundsatz her aber genauso funktioniert. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Schubladen. Die Schubladen sind grundsätzlich und hier auch die Türen, es ist alles letztendlich gesichert. Man muss hier einmal drauf drücken und dann ist die Arretierung raus. Jetzt kann ich die Schublade aufziehen. Es ist ganz wichtig, dass vor Fahrtantritt diese Dinge kontrolliert werden, dass alle wirklich alle Schlösser richtig ordnungsgemäß zu sind. Nicht, dass schwere Sachen in der Schublade sind und bei einer Kurvenfahrt eine Schublade aufgeht. Da, das wäre nicht ganz so schick. Ja, ich hoffe, das war verständlich, was ich hier gemacht habe. Es sollten eigentlich keine Fragen mehr offen sein. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub und eine tolle Zeit und immer viel Sonnenschein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!